Peace, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir einmal 19 Uhr Content. Vielleicht kommt N'Golo Kanté heute. Schauen wir uns gleich zusammen an. Und wir wollen über die Premium Electrum Spieler Upgrade SBC reden, die rausgekommen ist vor ein paar Tagen. Weil auf Twitter wurde eine sehr, sehr coole Methode gepostet, wie man die fast for free immer wieder abschließen kann. Bevor wir mit dem Video starten, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber auf Twitter. Vorweg. Komplette Credits, ich werde ihn euch oben in die Videobeschreibung hauen, gehen an itsjules93 oder auch Julian, könnt ihr gerne abchecken, ist auch auf Twitch am Start, ich schaue euch auch mal sein Twitch in die Beschreibung, könnt dann mal gerne Liebe da lassen, weil, und macht ihn gerne mal die 1000 Follower voll. Er hat eine wirklich sehr, sehr geile Methode gepostet, wie ich finde, und darüber, sage ich mal, wollen wir heute einmal zusammen reden. Und zwar hat er, also ich fange erstmal an, er hat wirklich einen langen Text geschrieben, wir werden das alles Schritt für Schritt zusammen machen. Ich habe mir mal überlegt, wie man das Premium Electrum Spieler Upgrade unendlich oft grinden kann, ohne großen Coins-Aufwand. Punkt Nummer 1. Um zu starten, benötigt man ein Silber-Team mit 11 Spielern. Diese könnt ihr euch kaufen aus dem Verein holen oder über das Premium-Bronze-Upgrade holen. Silber kosten aktuell 300 Coins, was für die SBC 1 3300 Coins beansprucht. Das machen wir jetzt erstmal. Also wir machen das, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, Schritt für Schritt. Erstmal müssen wir 11 Silberkarten abgeben. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob die Methode wirklich so gut ist, wie es da erklärt wurde. Die ist auch gut durch die Decke gegangen auf Twitter. Und deswegen will ich sie auf jeden Fall mal mit euch zusammen ausprobieren. Der Kollege gerade türkise Haare? Warte mal. Alter. Die erste SBC konnten wir komplett aus dem Verein machen, senden wir ab und fertig. Schritt Nummer 1, ganz einfach. Schritt Nummer 2. In der Challenge Hashtag 2, also in der zweiten SBC, benötigen wir ein 74er Team. Hierfür würde ich 5 64er Bronzespieler nehmen und 6 Goldspieler. Die Kosten liegen hier bei 4900 Coins, wenn ihr alle Karten einkauft, also wenn wir gar nichts im Verein haben. Dies müsst ihr jedoch nur einmalig machen. Okay, dann würde ich sagen, was hat er geschrieben? 5 64er Bronzekarten. Ich hoffe, ich habe überhaupt so genau. Ja, doch, ich habe genug 64er. 5 Stück. Zack, sogar ein Leverkusen-Spieler und 6 Goldspieler wurde da reingeschrieben. 6 Goldspieler nehmen, die Minimum-Rating von, glaube ich, 77 haben. Also hat er zumindest dazu geschrieben. Ja, 74er Bewertung, das passt. Perfekt. Können wir erstmal so absenden. Und haben jetzt erstmal das Pack. Okay, ich würde sagen, wir lesen uns erstmal Schritt Nummer 3 durch, bevor wir das Pack öffnen. Für das Abschicken erhaltet ihr ein seltenes Bronze-Spieler-Pack klein. So wie das Premium Electrum-Spieler-Pack. Untradable. Okay, öffnet ihr nun die Packs, erhaltet ihr also untauschbar 6 Goldspieler, 6 Silberspieler und 12 tauschbare Bronze-Rare-Spieler. Ich würde sagen, wie gesagt, Schritt für Schritt, Freunde, wir gehen das erstmal hier durch. Wir gehen jetzt erstmal hier in die 3 Packs rein. Die haben wir jetzt alle 3 bekommen von der Premium SBC. Hier bekommen wir Bronzekarten, was halt, man muss die abgeben, deswegen ist es eigentlich ganz wichtig. Und wir haben, einen 64er, den können wir erstmal auf die Transferliste hauen. Dann haben wir noch ein seltenes Bronze-Spieler-Pack klein, was sogar tradable ist. Zack, können wir erstmal mitnehmen. Und hier bekommen wir auch nochmal insgesamt 6 Bronzekarten. Und dann bekommen wir nochmal das Premium-Pack, wo, glaube ich, auch nochmal Silberkarten drin sind, oder? Ich glaube ja, doch, 6 Silberkarten, okay. Ich hatte halt gar keine Silberkarten mehr im Verein, aber die können wir uns ja gleich wiederholen. Er hat ja im Schritt Nummer 1 geschrieben, mit der Premium-Bronze-Upgrade-SPC können wir uns Silberspieler holen. Okay, dann haben wir hier erstmal ein paar Silberspieler und Locatelli auch noch als Duplikat. Habe ich den? Den habe ich schon, eure Karte, den können wir wiederverwerten, das passt. Schritt Nummer 4, sieht euer Pack so aus wie meines, könnt ihr es direkt wieder in die SBC stecken, geht also wieder in SBC Hashtag 2 und gibt die 6 Goldspieler ab plus 5 der Bronze Rares, die ihr gezogen habt. Reicht das Rating nicht aus, müsst ihr gegebenenfalls einen Goldspieler upgraden. Okay, das passt, kriegen wir hin. Ich würde sagen, hier Premium Electrum, gehen erstmal in die SBC Nummer 2. Wir bekommen ja aus dem Pack 6 Goldkarten und die kann man einfach genauso wieder abgeben, das ist ganz cool. Guck mal, die haben wir gerade alle gepackt. Unter anderem auch Locatelli, der Duplikat, den ich als Duplikat gezogen habe. Und dann halt, wir haben ja auch mehr als 6 Bronzekarten gerade gezogen. Und die können wir einfach wieder hier so abgeben. Okay, 74er Rating haben wir. Geben die SBC, also Hashtag 2 SBC kann man sozusagen immer wieder for free abgeben. Es dreht sich eigentlich hier nur um diese Silberkarten, die man vielleicht nicht immer im Verein hat. Und ich habe jetzt gerade wirklich 0 Silberkarten im Verein. Ich zeige es euch hier einmal. Gehen wir mal unter Silber. Ich glaube, ich bin wirklich auf 0, ne? Ah ne, okay, auf 6, weil wir bekommen ja aus dem Premium Electrum Pack genau 6 Silberkarten wieder. Bedeutet, pro Pack werden mir jetzt immer wieder 5 Silberkarten fehlen, die ich aufkaufen müsste. Aber da sind wir noch nicht. Schickt das Team ab, also Hashtag Team 2, was wir eben gemacht haben, und öffnet das Bronze-Pack direkt. Habe ich jetzt übersprungen. Ich bin jetzt erstmal in die SBC 1 reingegangen, was dumm von mir war. Aber ich habe noch nichts gemacht. Ich habe ja nur die Silberkarten schon mal reingelegt. Mehr habe ich nicht gemacht. Locatelli können wir auch wieder abgeben, Duplikat, und öffnen, wie er sagt, erstmal direkt das Bronze-Pack. Warte mal, zack, okay. Bronze-Pack öffnen und erstmal schauen, was wir drin haben. Danach gehen wir in Schritt Nummer 6 rein. Das ist ein halbes Buch, was hier rausgekommen ist. Okay, Schritt Nummer 6. Diese Spieler gibt ihr nur mit dem verbleibenden Bronzespieler in der Premium Upgrade SBC ab. Ihr haltet dann 4 Silberspieler. Ah,
Das Pack direkt öffnen. Okay. Junge, was ein Fuchs. Der Typ, Junge, lass den lieber da, Freunde. Das ist seine Methode. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe sie nur auf Twitter entdeckt. Ich war auch darauf markiert. Und hier geben wir auf die Premium-Bronze-Upgrade-SBC und bekommen hier 4 Silberspieler. Deswegen sollen wir auch diese Hashtag-2-SBC direkt komplett abschließen. Gehen hier auf Bronze, neueste. Die haben wir ja gerade von einer Minute gezogen. Und geben sie direkt, wie er es angegeben hat, die 6 Stück hier ab. Und dann müssen wir auch nur 5 Bronze-Karten hinzufügen. Aber wir bekommen hier sowieso aus jedem Premium-Elektrum-Pack immer wieder Bronze-Spieler, die wir drin haben. Insgesamt 12 Stück. Also in einem Pack 6, in dem anderen Pack 6. Und somit haben wir immer aus jedem Pack 12 Bronzekarten. Die können wir dann immer wieder hier abgeben. Zack, so. Und haben dann ein Pack, wo wir Silberspieler ziehen. Und deswegen müssen wir die Silberkarten auch dann gefühlt nicht aufkaufen, weil am Ende gibt es ja aus dem Premium Electrum Pack ein Pack mit 6 Goldkarten, 6 Silberkarten. Zeige ich euch gleich nochmal. Und somit fehlen dann immer nur pro Pack 5 Silberkarten. Hier bekommen wir 4, haben wir insgesamt 10 Silberkarten. Und somit würden wir immer nur eine Silberkarte aufkaufen und könnten es unendlich öffnen, oder? Alter, der Typ ist ja verrückt. Okay, Punkt Nummer 7. Jetzt könnt ihr einfach die Silberspieler mit den 6 Silberspielern aus dem Pack in SBC einschicken. Müsst nur einen Silber... Ja, wie ich gesagt habe, müsst nur einen Silberspieler hinzufügen und könnt die komplette SBC erneut abschicken. Ab jetzt immer wieder das gleiche Spiel. Packs ziehen, neu bauen. Ihr müsst lediglich pro Durchgang nur einen Silberspieler und maximal 5 Bronzespieler hinzufügen. Das heißt, ein Durchgang kostet ca. 1000 Coins. Macht Sinn. Silberkarten liegen bei 300, Bronzekarten bei 200 und wir bezahlen gerade pro SBC einfach nur 1000 Coins. Und er hat mir jetzt auch genau jetzt geschrieben auf Twitter, Freunde. Ich habe ihn auf korrekt gefragt, ob ich die Methode benutzen kann. Und er hat geschrieben, ja, kannst du machen, wenn du magst. Deswegen lass den lieber da. Sehr, sehr korrekter Typ. Und die Methode ist, ja, sehr, sehr verrückt, wie ihr sehen könnt. Also ich mache das mal nach, okay? Ich habe es jetzt eigentlich verstanden. Ich mache mal so einen Durchgang. Und ich glaube, wer es noch nicht von euch verstanden hat, wie gesagt, ist in der Beschreibung verlinkt. Checkt es sehr, sehr gerne von ihm ab. Die 4 haben wir ja eben gezogen. Und ich muss somit nur einen Silberspieler aufkaufen. Habe jetzt hier einen Silberspieler für 350 geholt. Das passt. So, schicken wir ab. Und haben wieder ein Premium Electrum Pack. Alter, das ist ja besser als diese 80 plus Pick SBC gefühlt, weil wir hier 6 Goldkarten in dem Pack haben und nicht nur irgendwie ein Spieler. Also guck mal, so öffnen wir und wir fahren leider nicht durch, aber ich mache mal kompletten Durchgang nach. Wir haben jetzt hier 6 Silberkarten drin, die können wir direkt wieder verwerten und 6 Goldkarten. Das Bronze-Pack, was wir bekommen haben, öffnen wir natürlich auch, weil wir die Bronze-Spieler gebrauchen können für die nächsten Packs oder halt, wir brauchen sie unbedingt. Zack, tun wir in den Verein rein. Dann gehen wir direkt unter Hashtag 2SBC, geben hier erstmal die Goldkarten ab, wie ihr es geschrieben habt, die neueste von dem Pack. Natürlich, wenn ihr was Gutes zieht und gutes Rating-Minimum, ich würde sagen 82, 83, gebt ihr das hier nicht ab. Geben hier die Bronze-Karten ab, die wir auch gezogen haben, jetzt gerade aus diesem Bronze-Pack, so. Und so, ich hoffe, das reicht vom Rating. Ja, das reicht, okay. Können wir immer for free abschicken. SBC 2 ist also wirklich for free. Öffnen dieses Pack hier, was wir bei der SBC Nummer 2 bekommen, direkt, weil wir die Bronzespieler direkt in die Bronze-Upgrade tun, wo wir Silberspieler bekommen. Und die Silberspieler benutzen wir dann für SBC Nummer 1. Alter, wir machen das auf jeden Fall die Tage mal im Stream. Morgen ist ja die Hochzeit von meiner Schwester, da habe ich keine Zeit. Freitag Geburtstag von meinem Bruder. Aber wir schauen mal, dass wir es auf jeden Fall machen. Okay, die Bronzespieler, die wir jetzt gezogen haben, tun wir hier rein, in dieses Premium-Bronze-Ding. Man kann sozusagen for free die ganze Zeit Upgrade-Packs ballern. Also 1000 Coins pro SBC, Freunde. Also können die Bronzespieler direkt wieder abgeben, die wir gezogen haben und bekommen somit ein Pack mit Silberspielern. Also mit 4 Silberspielern. Uns wird gleich wieder nur eine Silberkarte fehlen. Und die können wir dann wieder aufkaufen. Haben wieder das Pack. GG, also wirklich. Ich liebe so Methoden, Freunde. Wenn man das irgendwie so cool kombinieren kann mit mehreren SBCs. Und dann diesen Grind, den man hat. Also die ganze Zeit, um eine coole Karte zu schwitzen. Und auch wenn es länger dauert, weil es klar, das Premium Electrum Pack ist kein 50k-Pack oder so. Aber es macht Spaß. Dann gehen wir unter die SBC Nummer 1. Müssen halt nur neueste filtern. Können hier erstmal die Silberkarten abgeben, die wir jetzt gerade gepackt haben. Die 4 Silberkarten so. Und die 6 Silberkarten aus dem Premium Electrum Pack. Und somit wird uns halt wieder nur eine Silberkarte am Ende fehlen, die wir halt aufkaufen müssen. So, eine haben wir hier noch und eine fehlt uns wieder und müssen wir halt aufkaufen. Also ich bezahle gerade pro SBC 350 Coins. Wenn wir gleich die Bronzespieler ausgehen, dann müssen wir halt auch immer noch 5 Bronzekarten nachkaufen. Also maximal 5 Bronzekarten. Dann würdet ihr halt pro SBC 1000 Coins bezahlen, weil ihr müsst 5 Bronzekarten kaufen und ja, für 350, 300 eine Silberkarte. Dann seid ihr bei 1200, 1300 Coins pro SBC. Und dafür zahlt sich der Grind auf jeden Fall aus. Zeigt es gerne euren Freunden. Die SBCs laufen noch 2 Tage und ihr könnt so auf jeden Fall ein wenig reingrinden. Komm, wir fahren sogar durch. Haben jetzt Futter bekommen. Ich habe dafür, wie gesagt, so
sozusagen nichts bezahlt, haben 83er drin. Also schon cool. Wer weiß, das ist wie so ein Ligen-SBC-Grind. Ich glaube, so ein KC würde das extrem Spaß machen, wenn er die Methode nicht schon kennt. Das auf jeden Fall dazu. Wir sind perfekt eine Minute, nicht mal 5 Sekunden vor 19 Uhr und 19 Uhr. Let's go, wir gehen rein. Also Freunde, mein Timing heute ist aber auch perfekt. Haben wir Kanté bekommen? Wir haben Kanté bekommen. Okay, ich war zu früh in FIFA drin. Den schauen wir uns sofort an. Haben wir noch was bekommen? Tagesanmeldung, Jahresrückblick, SBC, 84x5 Pack. Also wir haben auf jeden Fall sehr gut Futter bekommen. Warte mal, war es das? Ich glaube, das war's, ne? Okay, das war's. Aber okay, was ist das? War's, das ist schon mehr als genug Content. Wir haben einmal Kanté. Gehen wir gleich drauf ein, weil ich will auf den Preis warten. Ich sehe schon 7 SBCs, aber den kann man in 60 Tagen abschließen. Bedeutet, spätestens zum Team of the Season hat die Karte jeder von euch. Dann nehmen wir erstmal die Tagesanmeldung mit, bevor ich das vergesse. Da habe ich immer Angst vor, weil ich das bei dem letzten Mal einen Tag vergessen hatte. Deswegen schicken wir das erstmal hier ab. Zack, damit wir es hinter uns haben. Kommen wie immer an Leihspieler-Pack, skippen wir, bekommen... Captivia, komm, den probiere ich mal aus. Okay, dann haben wir noch ein 84x5 Pack, wo wir ein Team of the Week Spieler abgeben müssen und 2 85er. Hab zum Glück alles im Verein gehabt, weil so günstig ist die SBC jetzt auch nicht, muss man sagen. 85er sollten wieder wahrscheinlich im Hype gut steigen. Dann haben wir nochmal 2 Packs, die wir öffnen können. Einmal dieses 84x5 Pack und die Tagesanmeldung. Hier bekommen wir einen 84 plus Spieler. Und wir haben auch ein geiles Team of the Week bekommen. Ich habe gesehen, Cristiano Ronaldo ist unter anderem in Team of the Week. Aber ja, erstmal gehen wir in die Packs rein. So ein Doppel 81 plus Pack, Walkout. Holland, Van Dirk? Nee, Frankie. Ja, Frankie. Dann haben wir das 84 plus Free Pack von der Tagesanmeldung. Ja, kein Walkout, schade. Also ich kann Walkouts immer gebrauchen. Oh Gott, das tut weh. Weil jeden Tag gefühlt SBCs kommen mit gut, also wo man gut Rating abgeben muss. Und das Icon Pack kommt ja auch jetzt die Tage wieder, wo man es abschließen kann. Deswegen, gib mir ein gutes Rating, yay! Ah, Team of the Week, Ronaldo. Krisch. Nee, das sieht nicht nach Portugal aus. Ah, Mann. Vielleicht dahinter noch irgendwas Cooles. Ansonsten, ja, mein Landsmann Verratti. Ja, ist Quatsch. Das geht nicht auch nicht gut. Es gibt ja noch die Winter Wildcard Kanté-Karte, die 1,1 Millionen kostet. Und er hat wie ein Team of the Week Upgrade, also hat die Food Birthday-Karte bekommen. Also kein enormes Upgrade zu seiner Winter Wildcard-Karte. Immer überall plus 1. Halt wie ein einfaches Team of the Week Upgrade. Deswegen bin ich auf den Preis gespannt, wie viel die Food Birthday-Karte kosten wird. Foodbin hat noch keinen genauen Preis drin. Mal in die Kommentare schreiben: Kanté, ja, nein, mitnehmen. Das Krasse ist bei der Karte 99 Ausdauer, 95 Abfang, 97 faire Zweikämpfe. Da haben wir 96 Balance, 97 Reaktion. Also der Typ, er wird sich sowieso, Freunde, wir reden ja von Kanté, er wird sich sowieso in-game absolut krank spielen. Ich glaube, ich werde mir den auch natürlich mitnehmen mit der Zeit, mit dem Team of, also zum Team of the Season Event. Werde ich ja sowieso wie ein verrückter Upgrade-Packs machen und dann werde ich mir den auf jeden Fall mitnehmen. Man könnte das sogar mit dem Premium, also die Methode, die ich euch eben gezeigt habe, so langsam anfangen zu grinden. Ich sehe gerade, die SBC ist zweimal noch wiederholbar. Einmal gehen wir noch rein. Kurz Kanté, da wollte ich nochmal abchecken. 83er Team, 86er Team, 87er Team, 88er Team, 88er Team, 89er Team und 90er Team. Ja, es wird teuer werden. Deswegen, stell dir mal vor, ihr zieht so, keine Ahnung, 94er, 95er Tots-Karte, die nicht so cool ist. Die könnt ihr dann direkt wieder in die Kanté-SPC hauen. Deswegen warte ich da auf jeden Fall noch. Nächstes 84x5 Pack. Komm schon. Walkout. Immerhin. Frankreich. Torwart. Nicht Lloris. Mein Jo. Okay, dahinter ist wahrscheinlich dann gar nichts mehr. Ey, wie frech. 3 84er und Jordi Alba noch. Freunde, wir gehen nochmal rein. Es ist die Sucht, es tut mir leid. Alle guten Dinge sind 3. Danach gucken wir uns einmal Kantés Preis an. Ich hoffe, Foodbin hat den mittlerweile drin. Und dann, ja, wieder Walkout. Und dann schauen wir mal, ob sich Kanté lohnt oder nicht. England. Ah, Mann. Also dreimal. Es ist okay. Ich kann die halt immer wieder in die nächste SBC packen. Aber es ist jetzt nicht so, let's go. So, wisst ihr, es ist okay. Nimmt mal mit. Kanté liegt bei 1,7 Millionen Coins. Foodbin hat den Preis drin. Und somit würde ich sagen, wenn die Karte hier gerade 1,1 kostet und wir haben ein Plus 1 Upgrade für 600k mehr, muss man schauen. Vielleicht mit der Zeit, wie gesagt, kann man den sich ercraften. Vielleicht droppt das Futter auch noch ein wenig und man kann den sich mit der Zeit günstiger abschließen. Aber ich für meinen Teil, coole Karte, warte lieber 3,5 Wochen, bis es Tots anfängt. Und zum Tots kann man sich sowieso alles geiler craften, weil die roten Karten, die man bekommt zur Weekend League, werden ja auch dann Tots-Karten sein, die immer Minimum 88er Rating haben und halt meistens auch über 90. Und die kann man dann immer wieder in Kanté SBC tun. Deswegen werde ich da auf jeden Fall warten. Das wird so mein Ding sein mit Kanté. Ansonsten, ja, ist halt ein Upgrade zu seiner Winter Wildcard-Karte. Okay, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Upgrade-Methode helfen. Und wenn ihr was seht, gerne hier oben The Real Paints auf Instagram schicken oder auf YouTube hier in den Kommentaren. Ihr wisst, wie es läuft. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Morgen Pause, weil Hochzeit von meiner Schwester. Und dann sehen wir uns Freitag wieder. Haut da rein, bleibt gesund und Peace.